So, wir freuen uns jetzt, dass wir hier unseren Herrn Landrat, der Herr Erniger, haben. Und du fängst am besten gleich mal an mit den Fragen. Ja, genau. Sie sind ja quasi der Herr des Hauses hier als Landrat. Und wir würden gern wissen, wie man denn überhaupt Landrat wird. Ja, das kann man natürlich überhaupt nicht planen. Aber Voraussetzung war nach dem Abitur ein gutes Studium. Und das Studium war bei mir Rechtswissenschaften. Und danach habe ich in der Verwaltung begonnen, in der Steuerverwaltung des Landes, weil mir die Wirtschafts- und Finanzzusammenhänge immer sehr wichtig waren und ich da auch meine Interessenschwerpunkte hatte. Und dann bin ich irgendwann ins Ministerium gekommen, war da für zentrale Aufgaben in der Zentralstelle zuständig. Und 1992 bin ich dann zum Bürgermeister hier in Kirchheim gewählt worden, zum ersten Bürgermeister. Und 8 Jahre später zum Landrat. Aber planen kann man das überhaupt nicht, sondern Grundvoraussetzung ist eine gute Ausbildung und vor allem auch ein Interesse für Zusammenhänge zwischen Politik und Verwaltung. Okay, stimmt es denn, dass Sie auch mal Schüler an beruflichem Gymnasium waren? Ja, das stimmt. Ich habe 1975 mein Abitur gemacht an der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen. Und da wurde für mich auch der Grundstein gelegt für diese wirtschaftlichen und Finanzzusammenhänge. Okay, und was macht man denn so als Landrat? Wie sieht da die Arbeit aus? Ah ja, als Landrat ist man für vieles verantwortlich, was die Kräfte der einzelnen Gemeinde übersteigt. Also unter anderem auch das berufliche Schulwesen gehört dazu, dann gehört der öffentliche Nahverkehr dazu. Also alles das, damit Busse und Bahnen fahren, ist ein ganz wesentliches Thema. Dann der Bereich Soziales, die ganze soziale Beratungslandschaft gehört dazu. Und ich denke, ein ganz wichtiger Teil, auch kommunalpolitisch wichtig, ist die Gesundheitsversorgung, also heißt die ganze Thematik Krankenhäuser in der Fläche, weil ich das als wesentliches Element der sozialen Daseinsvorsorge sehe. Und da arbeiten wir dran, dass wir Krankenhäuser wohnortnah haben, dass wir Krankenhäuser mit hoher Qualität und mit hoher Wirtschaftlichkeit haben, um eben den Menschen in unserem Raum die notwendige Versorgung zu bieten. Das sind ja jetzt sehr viele Aufgaben. Haben Sie bei der vielen Arbeit eigentlich noch Freizeit oder ist Ihnen das nicht so wichtig? Ja, man macht es so, dass man der Tag eben ausnützt mit den 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nimmt man die Nacht dazu. Okay. Und Sie sind jetzt Vorgesetzter von sehr vielen Angestellten und würden Sie gerade jungen Menschen eine Laufbahn in so dem öffentlichen, in der öffentlichen Verwaltung empfehlen? Also wir sind sehr daran interessiert, dass wir qualifizierte junge Leute finden, die im gehobenen Verwaltungsdienst unterwegs sind, aber auch im mittleren Dienst ihre Chancen sehen. Wir brauchen, glaube ich, eine leistungsfähige Verwaltung und eine leistungsfähige Verwaltung, da ist Voraussetzung, dass wir gute Leute gewinnen können. Dafür werben wir bei solchen Berufsmessen, bei Berufsinformationstagen. Wir versuchen hier schon auch darzustellen, dass der Beruf in der Verwaltung sehr interessant sein kann. Und ein Landratsamt hat ja den Bereich des Forstes, der Abfallwirtschaft, die Krankenhäuser, die ganzen Sozialberufe, also da gibt es eine Vielzahl von Berufen, die sich einem dann bieten und wo man die Chance hat, auch, denke ich, zu realisieren. Und wenn ich sage zu realisieren, dann meine ich damit, dass man ein Stück auch Erfüllung findet im Beruf. Nicht nur den Broterwerb sieht, sondern dass man dabei auch aufgehen kann, weil ich glaube, Spaß und Freude am Beruf zu haben, ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt einen Beruf mit Engagement letztlich zu füllen und auszufüllen damit. Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für das Interview und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß an unserer Schule. Ich bedanke.